Ja, kaum spreche ich in einem Livestream über einen neuen Lautsprecher, schon nimmt der Hype-Train Fahrt auf. Vollspann ab. Hallöle zusammen, da bin ich mal wieder, euer Snake Oil Audio. Ja, und jetzt mit der Option, ne, lange und kurze Videos, unterschiedliche Kanäle, bin ich mal gespannt, wie lang das hier wird und auf welchem Kanal es dann landet. Also, ich habe ja im Livestream gesagt, wir gucken gerade nach einem neuen Lautsprecher, also wir wollen einen neuen Lautsprecher bauen. Und der soll halt speziell für Röhrenverstärker sein. Und da wird ein 20 cm Chassis drin zum Einsatz kommen. Und ja, sofort geht es los. Und ich kriege Vorschläge und Anfragen und Wünsche mit: Bitte bau doch mal eine schlanke Säule. Ja. Ich verstehe euch ja. Ich finde schlanke Säulen von der Optik auch gut. Also es ist nicht so, als würde ich sagen, igidigidigit, wie schlimm sehen denn schlanke Säulen aus? Und ich sag mal, das für mich ist eine der schönsten schlanken Säulen, haltet euch fest, Dynaudio Kontur 2. Ich finde, das ist ein fantastisch aussehender Lautsprecher, den würde ich mir liebend gerne, als einfach von der Optik her, sofort ins Wohnzimmer stellen. Finde ich astrein. Also, ich kann eure Begeisterung da durchaus nachvollziehen, weil das geht mir genauso. Nur die Sache ist folgende: Schlanke Säulen integrieren sich halt einfach von der Optik her sehr, sehr schön. Aber ich grenze das jetzt ein. Bitte achtet auch auf die Einschränkung, die ich jetzt mache, weil ich will nicht grundsätzlich jeden bashen, der da eine schlanke Säule baut. Aber das Problem ist, ich stehe ja nun mal auf dynamische Lautsprecher. Ja, ein Lautsprecher muss dynamisch sein. Das ist für mich ein ganz wichtiger, grundsätzlich wichtiger Teil der Musik. Ja, das so. Das heißt, ich bin automatisch in einem Land von leichte, sprich dünne Pappmembran. Da kommt man irgendwie kaum drum rum. Wenn ich jetzt einen wirklich dynamischen Lautsprecher bauen will, dann lande ich immer bei so einer Art von Chassis. So, und was ist das Problem mit schlanken Säulen und dieser Art von Chassis, über die ich da spreche? Es geht nicht um die Säulenform. Die Säulenform ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ich ein Chassis nehme und es unmittelbar rechts, links von zwei Seitenwänden in zwei Seitenwände einrahme, dann beeinflussen diese Seitenwände den Klang extrem. Am wirklich krassesten hört man das bei Open-Baffle-Lautsprechern. Oder es gibt einige Open-Baffle-Lautsprecher, die sind so gebaut. Da ist ein Chassis drin. Und weil das halt nicht eine breite Frontwand sein soll, denken sich dann die Entwickler, komm, mach mal direkt zwei Holzpaneele rechts und links neben das Chassis. So, was man, wie gesagt, bei Open-Baffle dann sofort hört, das kriegt einen Ton und also ich übertreibe jetzt sozusagen, wie stark der ausgeprägt ist. Ich übertreibe aber nicht vom Sound, der da passiert. Nehmt euch mal wirklich, es ist ganz ernst gemeint, nehmt euch mal einen Putzeimer oder einen großen Topf oder sowas. Haltet den direkt vors Gesicht und singt da mal rein oder sprecht da rein. Da kriegt ihr eine ganz typische Verfärbung, die da stattfindet. Wie gesagt, im Open Baffle ist das auch extrem hörbar. Ja, klar, da ist halt einfach hinten keine Rückwand drin und dann geht genau diese Verfärbung so richtig krapav in den Raum rein. So. Wenn ihr euch zum Beispiel jemanden anguckt wie GR Research, der Gary, der baut ja Open Baffle genau in so einer Darreichungsform, sprich schlanke Säule als Open Baffle. Und wenn ihr euch die Lautsprecher von dem mal anguckt, dann schneidet der eine Seitenwand, schneidet der richtig krass aus. Ja, und zwar sozusagen zur steigenden Frequenz hin, wird die Wand weiter und weiter weggeschnitten. Genau das macht er,
um genau diesem Effekt entgegenzuwirken, dass das klingt, als würde man in einen Topf reinsingen. Wie gesagt, ihr könntet jetzt als so typische Thorsten-Übertreibung nehmen. Mir ist es wichtig, dass ihr diesen Ton mal hört. Deswegen meine ich das auch ganz, ganz ernst. Ihr müsst mal, singt mal in einen Eimer rein, weil worum es geht ist nicht, wie stark das ausprägt, diese Verfärbung, sondern dass ihr den Ton hört, den das macht. Denn wenn ihr die Art der Verfärbung hört und wisst, worauf ihr da achten müsst, dann hört ihr das bei mehr und mehr Lautsprechern, die in so einer Bauform sind. Weil das, wie gesagt, das ist ein ganz typisches Ding, das wiederholt sich auch immer wieder. So, wie gesagt, wir sprechen jetzt nicht über Open Baffle natürlich, sondern wir sprechen über einen Lautsprecher, der halt Kartoffelkiste ist, also wo hinten zu ist. Es ist auch völlig egal, ob das ein Bassreflex ist oder komplett geschlossen. Weil im Idealfall, wenn das ordentlich berechnet ist und ordentlich bedämpft ist und so weiter, kommt ja aus den Bassreflexkanälen auch kein Mitteltonbereich raus. Sollte zumindest nicht. Ja, also wie gesagt, geschlossen, komplett geschlossen oder Bassreflex ist egal. Ich rede einfach Abteilung Kartoffelkiste. Da minimiert sich dieser Effekt natürlich. Das ist ja ganz klar, weil es nicht nach hinten einfach so raus kann. Aber wir haben ja nun mal, das ist ja nun mal das System eines Lautsprechers, wir haben halt ein großes Loch in der Front drin. So, und wenn ich dieses Loch, was da in der Front drin ist, halt einfach nur mit einem dünnen Stück Papier abdecke, dann könnt ihr euch vorstellen, kommt ziemlich viel von dem, was da intern in der Box tobt, durch dieses Loch, durch die Membran, einfach wieder durch. Der Effekt ist nicht so stark wie bei Open Baffle, wo dann einfach überhaupt nicht limitiert ist und einfach so Pouts in den Raum geblasen wird. Aber der Effekt ist auch da. Und wie gesagt, je leichter und fluffiger die Chassis sind, desto härter kommt dieser Effekt zurück zu euch. Der kommt dann, also das ist eine Verfärbung, die dann zusätzlich auch noch mit einem Zeitdelay kommt. Und das ist das Gegenteil von schön. Ist wirklich, das will man überhaupt nicht, weil es dafür sorgt, diese Verfärbung finden im Mitteltonbereich, da finden die statt. Und man kriegt dann immer so ein Stimmengebilde raus, wo die Stimmen einfach so ein Stück weit euch anhupen. Auch das ist wieder ein bisschen überzogen und so weiter. Ihr kennt meine Sprache oder ihr solltet die mittlerweile kennen. Ja, aber es gibt einfach keinen sauberen Mitteltonbereich, gerade Stimmen und so weiter werden davon extrem beeinflusst. Ja, ich sag mal jetzt bei einem Saxophon oder bei einer Trompete oder bei einem Klavier würde ich mal sagen, hört man das nicht so stark. Aber gerade bei Stimmen ist das für mich ein absolutes No-Go. So, weil ich natürlich auch so ein absoluter Freak bin, was Stimmwiedergabe angeht. Also Stimmwiedergabe steht bei mir auf der Prioritätenliste ganz weit oben. Ich würde sogar auf Dynamik verzichten, wenn die Stimme besser wird. Da wisst ihr, wie hoch das in meiner Prioritätenliste ist. Stimme ist ganz, 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 ganz wichtig, weil das Instrument ist, was wir jeden Tag live hören und weil wir da irgendwie kleinste Unsauberkeiten sofort wahrnehmen und sofort wissen, das klingt nicht richtig. So darf das nicht sein. Und weil auch, ich sag mal, so was wie eine BC1, die ja, ne, Spandau BC1, der BBC Studio Monitor, das ist für mich, was Stimmwiedergabe angeht, so ziemlich das Beste überhaupt. Und er macht den Lautsprecher total aus. Und ich bin fasziniert bis heute. Ich bin seit 30 Jahren fasziniert von der BC1. Wie die genau das macht, wie die eine Stimme macht. Und ja, mit den ganzen Fehlern, die der Lautsprecher hat, trotzdem gehört der für mich in so eine ewigen Bestenliste rein. Wegen der Stimmwiedergabe. Und das ist bei mir wirklich immer mit die höchste Priorität, die es gibt. Und deswegen reagiere ich da sehr allergisch drauf, wenn man halt, wie gesagt, ein Chassis nimmt, zack, zack, rechts und links, direkt ein Brett daneben gesetzt. Ich finde immer, das hört man volles Brett. So. Natürlich, ne, wenn jetzt einige irgendwie aufspringen und schon wieder irgendwie Qualm aus den Ohren kommt, bei meinem Lautsprecher verzerrt da gar nichts. Ich habe ja gerade die Einschränkung gemacht am Anfang. Bei der Kategorie von Chassis, die ich gut finde. Also
Sprich sehr, sehr dynamische, sehr, sehr laute Chassis mit dünnen Membranen, meistens Papiermembranen. So, wenn ihr jetzt natürlich ein extrem stark bedämpfte Membran habt, dann minimiert sich dieser Effekt natürlich dramatisch. Auch das ist klar. Ne? So, aber dann kriege ich halt, wenn ich halt eine Membran habe, die so stark bedämpft, dass vom Inneren des Lautsprechers kaum noch was nach draußen kommt, dann ist das auch nicht mehr dynamisch. Also das liegt dann einfach auch in der Natur der Dinge. Wenn ich so ein Chassis schwerer mache und das wird ja automatisch, je stärker ich das bedämpfe, dann kann es nicht mehr schnell und anspringend sein. Das sind Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Membrangewicht ist einfach brutal wichtig. Ne? Und Membrangewicht geht darunter, kann man eigentlich nahezu immer, ich wüsste jetzt gar keine Gegenbeispiele, vielleicht gibt es ein Gegenbeispiel, aber eigentlich kenne ich kein Gegenbeispiel. Geht das Membrangewicht runter, geht auch die innere Dämpfung eines Chassis runter. Und damit höre ich einfach mehr von dem, was im Inneren der Box stattfindet. Das sind direkte Zusammenhänge. Das heißt, ich will ohnehin von Haus aus so einen Lautsprecher von innen so ruhig kriegen, wie es geht. Das ist mein grundsätzlicher Ansatz. Gleichzeitig darf ich den aber auch nicht totdämmen. Das ist das andere Ding, was man meiner Meinung nach vermeiden sollte. So einen Lautsprecher mit Dämmmaterial komplett zuzuballern, bis zum absoluten Anschlag. Klar, dann kommt da auch nichts mehr raus, aber auch das ist so ein Ding, was der Dynamik von so einem Chassis nicht hilft. Ja, für mich ist das immer so die Balance. Das muss sehr dynamisch sein, das muss richtig anspringend sein und so weiter, weil das für mich extrem dafür sorgt, dass Musik, die nicht so toll aufgenommen ist, trotzdem spannend bleibt. Ja, wenn ich ein Musikmaterial habe, was eigentlich eher so ein bisschen schrammelig ist und das pfeift ein bisschen in den Höhen oder das klingt von Haus aus ein bisschen topfig, gibt es ja auch auf der Aufnahmeseite, oder das ist halt irgendwie, das bollert ein bisschen im Bass oder es klingt ein bisschen zu dünn oder wie auch immer. Ja, was so aufnahmeseitig schon irgendwie so Probleme hat, dann hilft mir die Dynamik darüber hinweg. Dann ist die Dynamik ganz wichtig, zu sagen, ja, ich höre, dass das nicht gut aufgenommen ist. Ist aber egal. Die Musik springt mich so an, die ist so lebendig, dass ich auch mit einer schlechten Aufnahme relativ leben kann. Die Musik bleibt spannend. Ja, das ist für mich sozusagen der Punkt, warum ich immer sage, dynamische Chassis sind wichtig. Weil wir haben nun mal sehr, sehr, sehr viele Aufnahmen, die nicht gut gemastert sind. Also ja, ich sag's mal im populären Bereich. Natürlich, wenn ich mir jetzt irgendwelche Jazzscheiben oder das ist immer gut aufgenommen. Da ist nie das Problem. Ja, aber gerade im populären Bereich, deswegen reite ich auch auf meinen Spice Girls und so weiter immer wieder rum, weil das ist ja jetzt nicht gerade irgendwie die erste Sahne in der Aufnahmequalität. Und dann muss das dynamisch sein. Oder was wir ja irgendwie oft benutzen, auch als Standardbeispiel, ist The Clash. The Clash auf einer dynamischen Anlage ist der Hammer. Aber The Clash London Calling auf einer dünnen Audio kann man komplett vergessen. Da höre ich einfach nur, ja, das ist, ja, da ist irgendwie Schrammelmusik, wo halt alles irgendwie, was Spaß macht, ist da irgendwie so weggedämpft und da kommt nichts mehr. Ich kann jetzt den Audio sagen, ich kann jetzt genauso gut B&W sagen, ich kann genauso gut Kev sagen. Die gehen ja alle diesen Weg. Da bleibt für mich von der Musik nichts über. Aber das ist natürlich genau die Art von Chassis. Ja klar, dir das kann ich in eine schlanke Säule packen. Das ist halt genau das Ding. Genau da muss man sich halt einfach entscheiden. Stark benämpftes Chassis, das lässt mir halt einfach weniger Töne von innen wieder rauskommen. Ist halt einfach so. Dann kann ich genau solche Sachen machen. Dann kann ich das in relativ kleine, enge Gehäuse reinzwängen und so weiter, weil ist nicht so schlimm. Aber wie gesagt, die ganzen wirklich lauten Chassis, das sind ja alles nur, das ist ja immer nur so ein dünnes Stückchen Papier. Da geht das nicht. Da geht das einfach nicht. Da sollte man es einfach vermeiden, so gut man es vermeiden kann. Und schaut euch die ganzen Konstruktionen an, die es so auf dem Markt gibt, wo man sagt, das spielt vernünftig. Das ist auch alles in so einem Fahrwasser gebaut, dass sozusagen die,
die breite Seite, die bei einer schlanken Säule sozusagen in die Tiefe gehen würde. Und da ist immer die breite Seite zeigt zum Hörplatz. Und da kann ich jetzt irgendwie eine Audio-Note anführen oder eine Devora. Da kann ich auch eine Einstein nehmen, da kann ich eine Monitor 1 nehmen, da kann ich eine JBL nehmen, da kann ich und. Die sind alle so gebaut, weil dann jedem Einzelnen klar ist, dass das so nicht geht. Na, oder da ist halt dann im Inneren ein totales Riesenfass aufgemacht, wie man das dann irgendwie hinkriegt. Da steckt dann halt einfach dann mega Aufwand im Inneren des Gehäuses. Gibt's auch, natürlich. Na, gibt immer verschiedene Wege, die nach Rom führen. Ich sag nicht grundsätzlich, schlanke Säule ist schlecht. Ich sag nur, dass bei den Attributen, die für mich wichtig sind, was ein Lautsprecher können muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie schlanke Säule oder schmaler Regallautsprecher, dass das so was wird, die ist gering. Die ist einfach gering, weil man einfach das mit solchen Chassis so nicht baut. Oder eine Petit, das ist ja auch so. Und ich könnte so viele Lautsprecher durchgehen, wo das einfach genauso ist. Ich kann eine Royenne, eine Solo Fox, endlos. Das ist alles so. Also alles, wo ich so denke, ja, das sind schöne Lautsprecher, das ist irgendwie klasse gebaut. Die meiden das alle wie der Teufel das Weihwasser, da irgendwie eine schlanke Säule draus zu machen. Und es ist ja jedem Einzelnen klar. Ja, natürlich ist eine schlanke Säule ist einfacher zu verkaufen. Die passt irgendwie schöner in jeden Wohnraum rein. Das ist ja jedem klar. Und trotzdem versucht man, wenn man sich da irgendwie von fernhalten kann, das auch zu tun. Und deswegen, ich muss euch da leider enttäuschen. Also ja, auch wenn wir jetzt mit einem 20-Zentimeter-Chassis da rumwickeln, dass es eine schlanke Säule werden wird, ist äußerst unwahrscheinlich. So, und ich finde, es gibt ja auch genug Hersteller, die das so bauen. Ja, also ich meine, geht einfach in den Laden und da findet ihr ja eine neben der anderen, neben der nächsten. Das ist ja alles Abteilung schlanke Säule, egal in welchen Hi-Fi-Laden ihr so geht. Und dann hört euch doch einfach den Kram an und sucht euch da den besten Lautsprecher raus, der euch am besten gefällt. Und dann ist doch irgendwie wunderbar. Aber ich sehe an der Stelle nicht meine oder unsere Aufgabe, das zu bauen, was sowieso überall steht. Da denke ich immer so, ja, das kann man machen, aber wofür? Wofür? Gibt's doch schon hundertfach. Wäre doch irgendwie interessanter, was zu bauen, was es eben nicht hundertfach gibt, wo es vielleicht nur eine Handvoll Lautsprecher gibt, die das so machen und die man dann halt irgendwie auch selten sieht in den Läden und so weiter. So, wenn das irgendwie, vor allen Dingen, wenn das in eine Richtung führt, wo man ohnehin hin will, dann, ja. Schöner Wohnen ist einfach überhaupt nicht mein Ansatz. Schöner Wohnen ist eine Geschichte, die mich am Ende im Hi-Fi null interessiert. Einfach gar nicht. Weil schöner Wohnen in Perfektion, da gibt's Leute, die das machen. Wie gesagt, so eine Dynaudio-Kontur 2 ist ein bildschöner Lautsprecher in perfekter Verarbeitung und alles irgendwie tutti. Das, so eine Qualität hinzukriegen, wäre schwierig. Ja. Ja, oder ich meine, guckt euch die aktuellen, die großen B&Ws an. Ich meine, guckt euch das von der Verarbeitung an, da fällt euch ja nichts mehr zu ein. Das ist ja der komplette Wahnsinn. Da wüsste ich nicht, wie man sowas fertigen soll. Also jetzt ganz ehrlich, da bin ich raus. Wahnsinn, ne? Wie das aussieht, wie das verarbeitet ist. Und wenn man sowas in seinem Wohnraum stehen haben möchte als Skulptur, dann why not? Ich verurteile doch nicht. Why not? Aber das kann nicht unser Ansatz sein. Unser Ansatz ist, lass uns das so bauen, dass das ordentlich spielt, dass das unserer Philosophie entspricht, von wegen irgendwie Dynamik und so weiter und so fort. Leicht anzutreiben und ja, und ab dafür.
Und wie gesagt, es gibt Lautsprecherhersteller, die das irgendwie machen. Und die da, ich sag mal, die auch in so eine Richtung gehen und es trotzdem in schlanke Säulen irgendwie reinpacken. Ich will da jetzt irgendwie keine Namen nennen, ihr wisst ja selber dann, wer gemeint ist. Und auch wenn da ganz gute Lautsprecher bei rumkommen, und meine ich ernst, ganz gute Lautsprecher. Na, aber hört halt im Vergleich zu einem Lautsprecher in der gleichen Klasse, der halt eben nicht als schlanke Säule gebaut ist. Und dann wird relativ schnell klar, wo da der Hammer hängt. Na, dann stellt man halt fest, dass ein Lautsprecher, der eigentlich ganz gut ist. Ja, der ist ganz gut. Na, aber hört das gegen ein Ding, was konsequent gebaut ist, und dann hört er, ja, das, ja, ganz gut ist aber dann doch noch nicht ganz da, was man erreichen kann. Und darum geht's uns halt einfach. Wenn wir so was machen, dann wollen wir das Maximum rausholen, was wir da rausholen können. Und da steht uns eine schlanke Säule eher im Weg und, na, wie gesagt, ob ich jetzt über schlanke Säule, ich könnte jetzt genauso gut sagen, diese kleinen, schmalen Regallautsprecher, da habe ich das gleiche Problem. Ich will einfach ein Chassis nicht unmittelbar einfärchen. Wenn ich damit anfange, dann starte ich den Anfang vom Ende. Und deswegen wollen wir das nicht. Man muss gucken. Wie gesagt, ich hätte auch Interesse, das mal irgendwie ein bisschen schlanker zu machen und ein Ticken mehr wohnraumfreundlich und so. Fände ich auch grundsätzlich gut, aber das ist nicht so trivial. Wenn man irgendwie sagt, Mitteltonbereich über alles und das muss sauber sein, das darf nicht verfärben, weil es ist ja wirklich eine Verfärbung, die ich da höre. Eine ganz massive. Da reden wir ja nicht darum, klingt irgendwie die Bauteilqualität so und die Bauteilqualität so. Das ist ja wirklich ein Fehler, den ich da höre. Das ist ein Fehler aus dem Innern des Gehäuses, der mir wieder durch die Membran zurückschlackert. Und das möchte ich nicht haben. So, Punkt. Nehmt es, wie es ist. Also, was wir da machen, sind ja auch immer nur Vorschläge. Muss ja auch keiner gut finden. Da muss auch keiner irgendwie mit uns mitgehen und sagen, so muss das sein. Das ist ein Vorschlag. Wenn ihr da Bock drauf habt, macht ihr mit. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, ist das aber auch in Ordnung. Also, Und wir erfinden wie immer. Wir erfinden das Rad nicht neu. Haben wir bei der Monitor 1 auch nicht. Die Monitor 1 ist ein sehr, sehr guter Lautsprecher. Ja, klar, da stehe ich auch zu. Aber das Rad neu erfunden haben wir da nicht. Und das wird auch mit dem nächsten Lautsprecher wird das nicht so sein, dass wir das Rad neu erfinden. Das kann sich nur abheben, indem man konsequent ist. Das ist die einzige Chance, sozusagen, die wir haben, irgendwas konsequent von A bis Z durchzuziehen und uns nicht ablenken lassen von, ja, lass uns das mal irgendwie so gestalten, dass das kommerziell vielleicht ein bisschen besser in die Welt passt. Genau das interessiert uns nicht. Das ist das einzige Ding, was uns nicht interessiert, ob ihr das glaubt oder nicht, in welchen Stückzahlen das hinterher geht. Als ich die Petit vorgeschlagen habe, da hätte ich damit gerechnet, dass 99% sagen, du hast ja nicht alle, wie sieht denn das Ding aus? Das ist ja optisch völlig daneben, das stelle ich mir in 1000 Jahren nicht ins Wohnzimmer. Und dann hätte ich auch niemandem übel genommen, der das so sagt. Ja, es gibt ja einige, die sagen, der Petit ist der hässlichste Lautsprecher der Welt. Ja, von mir aus. Von mir aus ist er das, ja. Wenn ich so eine kleine Akustik Energy hier sehe, die finde ich auch total sexy von der Optik. Dagegen ist eine Petit das hässliche Endline, aber hört mal, wie das spielt. Das ist halt das Ding. Hört mal, wie es spielt. Ja, wie gesagt, Monitor 1 das Gleiche. Das nicht der schönste Lautsprecher der Welt ist, dass wir damit keinen Designpreis gewinnen, ist mir vollkommen klar. Aber hört mal, wie das spielt. Und ich finde, genau das ist der einzige Ansatz, den wir da verfolgen können. Und deswegen wird es dann auch weiterhin so geben. Und deswegen ist eine schlanke Säule eher unwahrscheinlich. Ja, vielleicht haben wir irgendwann mal so einen totalen Gedankendurchbruch und sagen, jetzt haben wir das Rad komplett neu erfunden.
Ne, das wird alle Hersteller nie hingekriegt haben. Wir haben das jetzt hingekriegt. Aber ich glaube das nicht, weil die anderen sind ja auch nicht doof. Wenn die da so bahnbrechende Ideen hätten, wie man das besser machen könnte, dann hätte man das schon. Aber das, nee, das geht halt leider nicht. Dann ist das Problem. So, 25 Minuten, ja, das ist ein Short. Ne? Ich würde sagen, das ist für meine Verhältnisse richtig kurz und knackig. Ja, damit ist ja klar, wo das erscheint. In dem Sinne, bleibt mir gewogen und natürlich Glück auf.